Herzlich willkommen zu unserer heutigen Gute-Nacht-Geschichte. Frühlingsblumen mit dicken Bäuchen. Michael wohnt mit seinen Eltern in einer großen Stadt mit hohen Wohnhäusern und Fabriken. Nur an wenigen Stellen findet man Grünflächen mit Buschwerk und Rasen. Hinter den Wohnhäusern fehlen die Gärten, doch am Stadtrand gibt es einige. Herr Ohlmann besitzt dort einen Schrebergarten. Er ist der Nachbar von Michaels Eltern und nimmt den Jungen manchmal mit. An einem Frühlingstag sagt Herr Ohlmann zu Michael: »Wenn du Lust hast, kannst du ein Stückchen vom Garten selbst bearbeiten.« »Juhu«, ruft Michael begeistert, »ich werde die wunderschönsten Blumen züchten.« Herr Ohlmann lacht und zeigt auf die Kisten mit den jungen Pflanzen. »Davon kannst du dir nehmen, so viel du brauchst.« Michael gräbt den Boden um, setzt die Pflänzchen in die Erde und begießt sie gründlich. Jetzt braucht er nur zu warten, bis sie blühen. Jedes Mal, wenn er mit Herrn Ohlmann im Garten ist, kniet er nieder, um die Höhe zu prüfen. Anfangs wachsen seine Blumen schnell. Dann hören sie damit auf und bekommen stattdessen dicke Bäuche. »Ich habe gar keine Blumenpflanzen gesetzt«, jammert Michael, »sondern Kohlrabi-Knollen.« »Ha, jetzt erkenne ich es auch«, lacht Herr Ohlmann. »Du bist ein großer Kohlrabi-Züchter.« Und damit hat der Junge seinen Spitznamen Kohlrabi weg. Zum Glück ist es kein Schimpfname, sonst würde sich Michael noch mächtig darüber ärgern. Und habt ihr auch Spitznamen? Ich habe auch einen, aber den verrate ich euch.